Sie ist 25 Jahre alt, kommt aus China und studiert in Deutschland Architektur. Heute vor einer Woche, da will die Studentin am späten Abend noch eine Runde joggen, aber sie kommt nicht mehr wieder. Tage später wird ihre Leiche in Dessau-Roßlau gefunden. Die Tote hat schwere Kopfverletzungen und ist offenbar einem Sexualtäter zum Opfer gefallen. Das Schicksal der jungen Chinesin hat tiefe Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Nach dem Mörder wird weiter gefahndet. Trauer und Bestürzung an dem Ort, an dem die 25-jährige Studentin Yang Ji tot aufgefunden wurde. Freunde und Bekannte der jungen Frau legen Blumen nieder und zünden Kerzen an, nur rund 100 Meter von ihrer Wohnung entfernt. Vermutlich hier ist die chinesische Architekturstudentin brutal ermordet worden. Die Todesursache steht inzwischen auch fest. Es sind massive Einwirkungen auf den Kopfbereich, die zum Tode geführt haben. Wir haben zusätzlich also auch Hinweise darauf gefunden, dass es sich tatsächlich um ein Sexualdelikt handelt. Vor genau einer Woche ist Yang Ji am späten Abend draußen joggen. Die Studentin ist unterwegs auf ihrer üblichen Laufstrecke durch den Stadtpark in Dessau. Als Yang Ji von ihrer Trainingsrunde nicht zurückkommt, schlagen ihre Mitbewohner Alarm und verständigen die Polizei. Bis zuletzt hoffen sie, dass sich die schlimmsten Vermutungen nicht bestätigen. Ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert sein könnte. Ich hoffe nur, dass sie gesund zurückkommt. Ihre Mitbewohner ahnen das Schlimmste. Kurz nach unserem Interview finden Einsatzkräfte eine Leiche ganz in der Nähe der Wohnung. Sofort suchen Polizeikräfte rund um den Fundort nach Hinweisen und Spuren. Auch rund eine Woche nach dem gewaltsamen Tod von Yang Ji laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Gestern im Laufe des Vormittags ist auch die Dessauer Mülldeponie durchsucht worden. Es sind Spuren gesichert worden, die müssen jetzt also weiter ausgewertet werden. Die Ermittler suchen nach Kleidungsstücken von Yang Ji. Die 25-Jährige lag teilweise unbekleidet im Gebüsch. Nach wie vor bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Weil wir den genauen Todeszeitpunkt nicht wissen, bitten wir jetzt die Bevölkerung, auch eventuell spätere Hinweise letztlich bis zum Auffindezeitpunkt, also Freitag 11 Uhr, mitzuteilen. In den nächsten Tagen wird die Familie von Yang Ji in Dessau erwartet. Sie wollen den Leichnam ihrer Tochter nach Hause holen.